Das sind die Nachbarn. Los. Mit den Nachbarn muss man sich immer gut verstehen. Ein paar Kräuter schnappen. Nachbar. Nachbar? Oh, ja, lecker. Oh, du bist hübsch. Ja, hübsch bist du. Guck mal. Nicht mich fressen. Ja, mit den Nachbarn muss man sich immer gut stellen. Ja. Tollen Pullover hast du da an. Ja. Bäh. Lieblingsessen? Oh, Lieblingsessen. So, Anfang. Ja. Schöne Pullover, nicht wahr? Ja, du bist ja langsam. Ja, bist du halt alles, weißt du? Ja, moin zusammen. Wie man hört, das Auto läuft. Wird sich auch gleich bewegen. Ja. Trailer ist auch frei. Den Renault habe ich mal woanders versteckt. Ja, es ist windig. Ja, der steht jetzt da. Gleich mal den Trailer zusammenbauen und dann geht das los Richtung Hannover. Wir haben einen Oldtimer gekauft. Und zwar einer, den kaum einer auf dem Schirm hat. Witzigerweise. Ich verstehe es auch nicht. Ist eigentlich ein Auto, was in Deutschland eigentlich recht häufig unterwegs war und dann irgendwie sang- und klanglos verschwunden ist. Deswegen, ich habe die Dinger damals in den Ende der 90er Jahre, habe ich die Dinger reihenweise gehabt. Da wurden die verschenkt. Mittlerweile sind die Werte etwas durch die Decke gegangen. Und wir haben einen, ich werde es noch nicht verraten, mit 123.000 Kilometern. TÜV noch bis nächstes Jahr. Im Dezember bekommt er seine H-Zulassung. Also da ist er wirklich 30 Jahre alt. Ja. Bauen wir mal den Trailer zusammen und sehen mal zu, dass wir da mal hinkommen. Ne? Wir sehen uns später. Ja, wir sind aber unterwegs. Zur Abwechslung mal in die andere Richtung. Jetzt mal Richtung Süden. Nur Richtung Norden ist ja auch blöd. Ja. Da kommt mal ein Auto entgegen. Ich bin wirklich begeistert. Ist doch ziemlich das geringst besiedelte Gebiet hier, was wir so haben. Außer Wald ist hier nichts. Genauso spannend geht es weiter die nächsten 100 Kilometer. Ja, wir machen mal kurz eine Pause und ich hatte ja schon mal erwähnt, wir haben hier reichlich Wildfleisch. Ja, es besteht ja auch nur aus Wald hier alles. So, Entschuldigung wegen dem Wind, aber kann man gerade nichts machen. Ja. Das ist ein Automat für Wildfleisch. Also noch nachhaltiger geht es, glaube ich, nicht. Ne? Die Leute, die hier normalerweise drin stecken, sind normalerweise vor ein paar Tagen hier noch über die Straße gerannt. Also von daher, ja, ich sag ja, noch näher geht es eigentlich nicht. Und da brauchen wir uns über schlechte Tierhaltung auch nicht über unterhalten. Das passiert einfach nicht. In dem Fall. Ne? Salami und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, die Preise sind eigentlich auch ganz gut für einen Automaten. Ne? Sowas gibt es hier an allen Ecken und Enden.
Oh, Hirschsteak, mein Gott. Ich glaube, ich muss mal ein Kleingeld holen. Okay, bis später. Rechts abbiegen auf Fützer Straße B188. So, jetzt haben wir noch 11 Kilometer. Nicht einmal eine Autobahn gesehen, sehr schön. Den Straßenverlauf von B188 noch 9 Kilometer folgen. Das wäre nicht in diesem Fall hier die A7 und auf die möchte echt keiner fahren. Baustellen. Vor allen Dingen ist die so super gebaut Richtung Süden, dass man da einen echten Rückenschaden bekommt durch die Betonplatten. In der Stadt aufgewachsen, aber ehrlich gesagt lieber hier als in der Stadt. Ich habe auch in Essen gewohnt, auch nicht besser. Ja, das Kaff der guten Hoffnung. Möglichst viele Autobahnen, die alle nach draußen führen, zum Flüchten. Hilft aber nicht wirklich, wenn man da wohnt. Gerade was sehr Interessantes an uns vorbeifliegen sehen. Wem einfällt, was das bitte ist? Ich bin sehr interessiert. Was zum Teufel ist das? Moment. Scheiß die Wand an. Das ist ein V8 auf jeden Fall. Also ich tippe auf Salin oder sowas in der Richtung. Es ist dieser Wahnsinnige aus den USA, der auf Corvette-Basis, glaube ich, diverse wahnsinnige Autos baut. Als er uns vorbeigefahren ist, das war mehr oder weniger Standgas. Ja, komm, das ist langweilig. Bleib hinten. Als er uns vorbeigefahren ist, das war mehr oder weniger Standgas. Hat aber schon ganz schön gebebt im Auto, muss ich sagen. Ja, wem einfällt, was das ist, bitte in die Kommentare. Auf der linken Seite. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Und da steht ein Ford Sierra mit am Zaun. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. So, da haben wir ihn. Klar, ein paar Sachen bleiben nicht aus über die Zeit. Ne? Immer noch 30 Jahre, ne? Die Bleche gibt es neu. Habe ich schon geguckt. Kupplung ist neu. Auch kein Thema. Ja, insgesamt gesehen einer der besseren. Gibt wesentlich schlimmere. Ja. Willkommen in den 90ern. Keine Servolenkung, Kurbelfenster, keine Zentralverriegelung, 1,6 Liter, 80 PS, 121.000 Kilometer runter jetzt, ist fünfstellig, ja ich weiß, aber der Vorbesitzer ist bekannt, ist aber auch plausibel mit den Pedalen und so weiter, da ist noch nicht viel passiert in dem Auto. Viel genutzt wurde der nicht. Das muss man nachkleben. Das ist auch ein altes Problem mit der Sonne. Ja. Jetzt geht es zum Kaufvertrag machen und dann geht es gleich weiter. So, falls jemand an Honda Interesse hat, die soll wohl verkauft werden. Hier sind noch andere schöne Dinger. Ein 210er, 220er. Jetzt wieder im schönen Zustand. Und eine Horex Imperator. Ja, ich weiß. Halb Schleswig-Holstein liegt jetzt auf dem Boden und sabbert. Ich auch. Unglaublich. Ja, findet man noch so eine.
Muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ne? Alles restauriert. Schick. So, aufgeladen ist er. Angeschnallt ist er auch. Mal gucken, was wir Hübsches draus machen. Tja, ab geht's nach Hause. Man sagt ja immer, auf dem Land sind alle ein bisschen rückständig, ne? Aber hier übertreiben sie es wirklich ein bisschen. Das ist so rückständig, hier gibt es noch Dinosaurier. Ja, wir sind immer noch unterwegs. Nach Hause. Bin gerade schon in Gedanken dabei, Fehlteile zusammenzusuchen. Hier fehlt eine Radkappe. Die hätte ich gerne. Und zwar die da. Die Originalen. Ja. Die Delle da hinten, die kriegt man wahrscheinlich raus. Aber am Ende hat das Auto gelebt, ne? Also macht so eine Delle nicht viel. Das, was ich gerne hätte, ist eine Stoßstange. Die ist an verschiedenen Stellen echt übel im Eimer. Auch wenn die Sierras wirklich selten geworden sind. Das sollte man noch auf die Reihe kriegen. Übergang Schweller zum Rathaus. Das Übliche. Na, da fliegen halt Sachen rum, ne? Wir reden immer noch von einem 30 Jahre alten Auto. Das meine ich. Da ist irgendwann mal dieser Schmutzlappen weggeflogen. Der Tank hat irgendwas. Irgendwas ist da undicht. Ist das eigentlich ein Plastiktank? Ne, Metall. Na. Ja, da müssen wir mal einen neuen gucken. Oder vielleicht mal gucken, ob man das abdichten kann. Ja, den Radlauf. Mal gucken, ob man den retten kann. Das Reparaturblech ist verfügbar. Kostet 20 Euro. Also, ne? Wie gesagt, von innen ein Traum, der Wagen. 90er Jahre Styling pur, der Dachhimmel, wie neu. Ja, Armaturenbrett, ja, die 90er lassen grüßen. Ne? Ich überlege, ich habe mein erstes eigenes Auto gehabt, da gab es die Dinger neu. Ja, Stoßstangen sind Tradition bei Ford, dass die kaputt sind, Anhängerkupplung. Wahrhaftig, 6,22 hat der Wagen TÜV, ne? Der ist zweite Hand. Ja, hier ist auch die Stoßstange beschädigt. Ja, hier ist sie auch kaputt. Also die Heckstoßstange müssen wir wahrscheinlich neu haben. Hier wird man wahrscheinlich reparieren können. Da auch. Aber worauf ich wirklich Wert gelegt habe, das Auto ist nicht verbastelt. Hier hat nicht einer schon den tausendsten Schweller drüber genagelt. Ja. Ja, wie man sieht, das Auto ist sehr gepflegt. Es hat gelebt, aber ist nicht verheizt worden. Ja. Kurbelfenster. Kennt man kaum noch, ne? Keine Servolenkung. Da ist ein Kassettenfach. Und da ist ein Kassettenradio. Original Ford. Da bin ich richtig froh drum, weil man, die kriegt man überhaupt nicht mehr. Ne? Das Auto ist ein... Also so wie er von innen aussieht, ist es ein Nichtraucherauto. Das hier ist Staub da drin. Nichtraucherauto. Scheinwerferverstellung hat er auch schon gehabt. Tankquittung. Mal gucken. Ja. Ja. Na ja, gut, das lässt sich nicht vermeiden nach 30 Jahren. Ne? Lass ich mir was zu einfallen. Aber ansonsten ist das wirklich ein schickes Auto für den Preis. Wir haben deutlich unter 1000 Euro bezahlt. Wirklich deutlich. Mehr so Richtung die Hälfte.
für ein Zweithandfahrzeug mit 122 oder 121.000 Kilometern geht das. Welches im Dezember wird er 30, dann die H-Zulassung kriegt. Jetzt werden einige Mechaniker und Mechatroniker mich verfluchen, dass ich an diesem Motor arbeiten darf. Da ist Platz, ne? Zahnriemen machen? Ja. Wie gesagt, keine Servolenkung. Da unten ist ein einsamer Keilriemen Richtung Lichtmaschine. Lässt sich aber trotzdem gut fahren, muss ich sagen. Trotz der fehlenden Servolenkung. Hier oben die Dome und so weiter, kein Rost, nichts. Also wie gesagt, die Substanz des Autos ist top. Gerade auf die Kotflügel muss man achten, die sind geschweißt. Böse Sache. So. Gucken. Kofferraum Fernentriegelung. Schöne Sache. Ja, hier ist die eine Radhausschale, die doch fehlt. Natürlich haben wir Licht. Ja. So ein schickes Teil, oder? Hutablage. Unbehandelt. Haben wir hier einen Lautsprecher? Nein, das ist ja so eine Sparversion. Welche Ausstattungsvariante haben wir hier eigentlich? Ein CLX. Ist also schon sehr luxuriös. Aber wie gesagt, nichts angekreuzt. Ne? Colorverglasung war bei den Dingen serienmäßig. Und das war's dann. Ich glaube, bei Ford musste man beim alten seligen Taunus noch das Lenkrad dazu bezahlen. Ja. Nee. Schickes Teil. So, ich werde jetzt unterwegs das Video fertig machen. Auf der Fahrt. Hochladen wird wahrscheinlich nicht klappen. Dann kann ich das zu Hause hochladen. Das wird auch noch ein paar Stunden dauern. Das bedeutet, ich komme wahrscheinlich vor 4 Uhr nicht ins Bett. Ja. Jeder so sein Leiden, ne? Diese Schmutzlappen sind zwar im Grunde genommen ganz praktisch, aber auch die Pest, weil die erzeugen Rost. Weil die nun mal eben im Blech verschraubt sind oder irgendwelche dusseligen Halter haben, die im Blech verschraubt sind. Die macht man besser ab. Ja, wie gesagt, eine Heckstoßstange, Sierra, Facelift. Ansonsten hat er nichts. Ne? Kupplung muss neu. Ist bei dem Pillepalle, kostet nicht mal 50 Euro das Ding. Und bei dem freue ich mich eher drauf, die Kupplung zu machen. Hier unten ist es saumäßig trocken. Lenkung schön zugänglich und trocken. Ist ja auch keine Servolenkung, ne? Und der Rest sieht auch nicht schlechter aus. Ja, Unterboden ist in Ordnung. Hier und da ein bisschen versiegelnd. Dann reicht der für die nächsten 30 Jahre. Ah, hier ist die Stoßstange auch gebrochen. Ja, ich muss wie gesagt gucken. Ach ja, und Kühler. Seht ihr das? Die ganzen Kühlerlamellen sind raus, gebröselt mit der Zeit. Und ja, die existieren nicht mehr. Fährt aber einwandfrei, kühlt einwandfrei. Ja, ein neuer Kühler ist mal fällig. Kühlsystem mal spülen und dann, wie gesagt, auf die nächsten 30 Jahre. Das ist Langzeitqualität. Und was haben sie alle über den Sierra damals gelästet? Und wollten die nicht haben. Ich habe die damals in den 90ern, habe ich die zu verschenken, habe ich die abgeholt. Wer im Ruhrgebiet gelebt hat, beziehungsweise lebt, Reviermarkt morgens um 4 Uhr holen, da standen die Dinger reihenweise drin. Ne? Ford Sierra zu verschenken, fahrbereit. Ja. Das ist Langzeitqualität. Ne? Das Auto ist über 3, im Dezember ist es 30 Jahre alt und hat das hier. Also bitte. Ja. Wie gesagt, komme ich jetzt zum Ende und wünsche euch ein schönes Wochenende. Meins wird auf jeden Fall schön. Ich habe ein neues Auto. Ein Oldtimer. Im Dezember. Aber egal. Bis Dezember habe ich Zeit, das Ding fertig zu machen. Dann kriegt er sein H-Kennzeichen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.